Der nächste Tag bei Rosins Restaurants. Ja, das Testessen, das war wirklich ein Reinfall. Das war gar nichts. Ich muss da auch wirklich mit dem Josip noch mal reden und muss mir da auch die Zeit nehmen, um einfach mit ihm noch mal zu quatschen. Aber jetzt fahre ich erst mal zum Glück auf Grill. Denn da wird gleich abgerissen. Der große Abriss. Und das will ich auf keinen Fall verpassen. Ein wirklich großer Moment. Abgerissen wird der denkmalgeschützte Imbiss natürlich nicht, aber kernsaniert. Und Patrick und Umbauexperte Flo sind bereits voll im Entrümpelungsmodus. So, Leute. Da kommt die Hilfe. Hey. Hallo. Kettensägenmassaker. Ja, so sieht's aus. Leg los. Mit schwerem Gerät läutet der Sternekoch den Neustart ein. Nicht schlecht. Oder? Nicht schlecht. Raus damit. Wenn ich mir vorstelle, dass ich diese Latten jetzt raushaue, ne, die ich selber vor, weiß ich nicht, 45 Jahren angenagelt habe. Aber ich bin zu doof für das scheiß Ding hier. Soll ich mal mit anfangen? Ja. Hat das was Befreiendes? Das hat was Befreiendes, aber Das ist für mich wirklich so eine sehr endgültige Sache jetzt. Ne? Ich kann hier noch die Stimmen von früher hören, weißt du? Ich weiß, wie es riecht. Ich weiß, dass hier eine Truhe war. Ich weiß, dass hier stand das Leergut früher. Ja? Ja. Was für ein Moment. Meine Bretter, die die Welt bedeuten. Meine Welt, auf jeden Fall. Und die werden jetzt alles mit kernsaniert. Während die Umbauplanung weiterläuft, muss Frank Rosin sich mit dem zukünftigen Pächter auseinandersetzen. Jetzt ist mir erstmal bewusst geworden, was es eigentlich bedeutet und was hier gerade eigentlich geschieht. Ja, nämlich, dass der Glückaufgrill wieder zum Leben erweckt wird und für die Zukunft aufgestellt wird. Große Verantwortung, weil es ist ein Ruhrgebiet-Kulturprojekt, auch für die Stadt und für die Region. Und ich habe gestern Josip kennengelernt. Ich weiß nicht, ob er sich im Klaren ist, was es bedeutet, sich dieser Aufgabe zu stellen. Josips Gedanken sind noch bei den Startschwierigkeiten des gestrigen Testessens. Das war nur, weil ich war alleine, hatte ich das Gefühl. Ich war überrascht. Da standen 10 Millionen Sachen. Ich habe jetzt überhaupt nicht gedacht, dass ich einfach eine Currywurst Pommes machen soll. Ich dachte, ich soll da 20 verschiedene Gerichte zaubern. Hi, hallo. Hallo, Frank. Na, guten Morgen. Komm, dann gehen wir mal darüber, quatsch mal ein bisschen, ja? Ja, das war auf jeden Fall gestern für mich schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Also, erzähl mal, wie war es für dich? Also, für mich war es sehr aufregend. Ich wusste ja auch gar nichts von der Überraschung, dass ich überhaupt irgendwas zu tun haben werde. Auch sprich Vorbereitung oder Essen machen, egal was. Ja, war total unerwartet für mich einfach. Ja. Im ersten Moment war ich komplett raus. Mhm. Dann ging's. Ja, es ging, weil ich da war und weil Patrick geholfen hat. Ja. Was ist dein Ziel? Was möchtest du mit dem Glück auf Grill machen? Ja, also ich möchte mit dem Glück auf Grill einen richtig tollen Grill haben. Ich ziele schon darauf hinaus, dass ich ein gut laufendes Geschäft natürlich habe. Ist ja dann auch wie mein Hauptberuf, den ich ausübe. Da muss ich auch Geld verdienen. Eigentlich einfach so. Eigentlich einfach so? Ist mir aber eigentlich einfach so, ja, zu wenig. Ja, habe ich jetzt das Wort einfach so benutzt. Also nicht einfach so, sondern grundsätzlich. Du hast jetzt viele Worte gesagt, aber du hast mir eigentlich die Frage nicht beantwortet. Ja, ich weiß gar nicht, was ich so richtig darauf sagen soll. Ja, ganz einfach. Ich möchte gerne deine unternehmerische Idee haben. Was soll der Glück auf Grill mit dir sein? Was ist das? Ich habe den Eindruck, dass du dir noch gar keine Gedanken gemacht hast. Also ich glaube, es gibt kein Geschäftskonzept. Doch. Wo ist das aufgeschrieben? Wo steht das? Wo ist hier die Präsentation oder die Aufstellung, was das sein soll? Welche Speisen gibt es? Genau. Welche Kalkulation? Welcher Aufschlag? Mit welchen Mitarbeitern?
welche Öffnungszeiten, was ist dein Part? Schon alles fertig zu Hause. Ist da? Ja, voll, komplett. Also backgroundmäßig. Super. Viel aufgeschrieben, geregelt, Zeiten geplant. Ja. Auch durch meinen anderen Nebenjob, den ich habe und so, ja, musste ich das ja schon auch mit den Öffnungszeiten, die ja, du erwähnt hast, mit einplanen und so. Ja. Also ist schon echt alles, die Speisekarte, cool, Gerichte, Preise. Und was wird deine Tagesarbeit sein dort? Ich habe meinen Nebenjob, den mache ich bis mittags 2 Uhr und dann ab 3 Uhr im Grill sein, Vorbereitungen treffen, ab 5 Uhr eröffnen. Du willst um 5 Uhr jetzt auch machen? Ja, so in der Woche und samstags und sonntags die ganzen Tage. Ja, aber du redest von 5 Stunden Öffnungszeit am Tag. Ja. Genau, circa von 5 bis 10. Wenn wir dann in der Woche pro Abend schaffen, 300-400 Euro zu verdienen, dann ist das schon gut für uns. Dadurch, dass ich dann auch nur mit 2 Aushilfen arbeite. Ja, aber das kannst du ja vergessen. Das ist ja, Entschuldigung, ich könnte jetzt natürlich sagen, gut, tolle Idee, muss man ausarbeiten, aber das ist ja, da kann ich dir jetzt schon sagen, dass das nicht funktioniert. Da war mir klar, dass er das nicht durchdacht hat. Er hat es auch nicht errechnet, nicht kalkuliert. Ja, das war einfach eine fadenscheinige Aussage, die er aus dem Bauch getroffen hat. So mache ich's. Also ein Imbiss hat mindestens 40% Wareneinsatz. Und wenn du dann 300 Euro machst, dann hast du ja einen Rohgewinn von 170 Euro oder so am Tag. Ja. Und dann musst du Miete, Mitarbeiter bezahlen und so. Kannst du nicht. Wer wird dort kochen und wer wird dort vorbereiten und wer wird derjenige sein, der für die Speisenzubereitung verantwortlich ist? Ich, Griffenthal. Was mich so ein bisschen wundert ist, gestern bei dem Testessen, 3 Sterne, ne? Ja. Die hast du nur bekommen, weil ich gesagt habe, wie die Soße gemacht wird und weil ich gesagt habe, was ihr machen sollt, damit überhaupt etwas passiert. Für mich war das gestern so ein Eindruck, dass du wirklich noch gar nicht weißt, was bevorsteht und womit du dich in Zukunft auseinandersetzt. Okay. Also für mich ist das definitiv so, das ist wirklich so. Hätte man mir wenigstens einen Tag vorher Bescheid gesagt. Aber warum? Ja, weil ich... Mich kannst du nachts wecken. Mich kannst du nachts wecken und ich mach, was du möchtest. Ja, aber weißt du, ich nicht. Genau. Das kann, und da bin ich nicht. Genau, das ist nicht. Aber wenn ich weiß, ich mache in 2 Tagen den Imbiss auf oder so zum, ja, Beispiel, dann kann ich 2 Tage vorher alles. Du weißt doch noch gar nicht, mit welchem Rezept du zum Beispiel wie die Frikadelle machst, dass doch das die Frikadelle ist, die du machen möchtest. Das stimmt, tut mir leid, aber das ist nicht korrekt. Schon. Richtig. Alles komplett auch schon probiert. Ich habe den Schaschlik, den wir da haben, werden zubereitet, geschmeckt, fantastisch. Currysoße selber gemacht. Kartoffelsalat auch schon selber gemacht, Currysoße. Ja, gut, ist alles schön. Aber warum warst du dann gestern so gelähmt? Dann hättest du das doch gestern einfach nur abrufen müssen. Hätte ich meine 3 Listen da gehabt, hätte ich Handschuhe, Gummihandschuhe angezogen, zack, zack. Hätte ich angefangen, geschnibbelt, fertig gemacht. Alles gut. Der war einfach kulinarisch einfach bewegungsunfähig. Ja, warum? Zu wenig Erfahrung, zu wenig Wissen. Ja, und vielleicht auch ein bisschen Blender, ne? Also ich will das sehen, diese Listen und das Ganze und diese, ja, Ideen und die Rezepte. Okay. Und zwar heute noch. Kein Problem. Und, ach so, jetzt aber ganz ehrlich, ob das heute klappt, weiß ich nicht. Wie soll ich das veranstalten? Wieso? Du hast doch gesagt, dass du alles aufgeschrieben hast. Ja, aber soll ich noch mal nach Hause fahren jetzt? Ich hab mich, okay, ich sag's dir ganz ehrlich, trau dir nicht so viel über den Weg. Echt? Nee. Weswegen? Weil ich glaube, dass du das, was du machen möchtest, nicht kannst. Oh. Ja, das kulinarische Idee, Kalkulation, Öffnungszeiten, Personaleinsatz. Ich glaube, dass du dir echt nicht im Klaren bist, was du da gerade machst. Ne? Patrick vertraut dir da wirklich zu 100%. Und von daher muss man wirklich vorsichtig sein, dass man sich keinen Blödsinn gegenseitig erzählt. Ne? Aber du musst mit mir kooperieren, ansonsten werde ich dem Patrick sagen, dass ich finde, dass du nicht der Richtige dafür bist. Was, meinst du das jetzt ernst? Ja, klar, voll. Okay, ein bisschen skurril für mich, aber. In Bezug auf Patrick hat das gar nichts zu tun, zum Beispiel. Der kriegt seine Miete von mir, egal wie. Wenn ich einen Mietvertrag unterschreibe, zahle ich die Miete. Ganz einfach.
hat mit Patricks überhaupt nichts zu tun. Der ist ja nicht am Umsatz beteiligt oder sonst irgendwas. Der Patrick ist mein Verpächter. Dann sollten wir diese Voraussetzung jetzt mal besprechen. Und wenn du ihm sagst, dass du mich nicht brauchst, dann kannst du ihm das ja sagen. Komm. Irgendwie verwickelt sich Josip, ja, selbst so in Widersprüche. Ja? Kocht er selbst, kocht er nicht selbst? Ja? Wie will er das betreiben? Öffnungszeiten, Kalkulation? Also die Kritik von Frank verstehe ich überhaupt nicht. Weil so richtig unterhalten hat er sich mit mir darüber noch nicht. Und gesehen hat er von mir auch noch nichts. Ich spüre da auch so eine gewisse negative Energie. Ja, wenn der Frank sagt, der will dem mein Verpächter sagen, ich bin nicht der Richtige, ja, dann ist der Frank nicht der Richtige für mich, dann weg damit. Ja, dann kann ich den auch die Brücke runterschmeißen, da habe ich kein Problem mit. Wer will mir denn was erzählen? Und das muss ich jetzt besprechen. Ich fühle mich nämlich in der Situation echt nicht wohl. Patrick, hi. Moin. Grüß dich. Frank, hi. Tag hier, komm. Tag hier Moin, zwei. Jungs. Moin, hallo. Ich glaube, es ist wichtig, dass es vielleicht ein Gespräch gibt, um die Zusammenarbeit einfach jetzt noch mal zu besprechen, ob es überhaupt Sinn macht, zusammenzuarbeiten. Weil ich glaube, es gibt einfach krasse Missverständnisse. Ich glaube, dass letztendlich die Öffnungszeiten, also nur nachmittags bis abends, dass das nichts bringt. Dass die Umsatzvorausschau von 300 Euro am Tag jeden Tag mindestens 100 Euro Miese verursacht. Alles in allem die kulinarische Idee und das Ganze, die Art zu betreiben und so, es ist ziemlich fragil. Und ich weiß nicht, ob ihr beide euch mal darüber unterhalten habt, wie das Ganze eigentlich in Zukunft stattfinden soll. Denn eins steht fest, wenn Josip das gegen die Wand fährt, dann ist das Ding fertig. Mhm. Ich habe einfach den Eindruck, dass man hier keine klaren Verhältnisse hat. Ich weiß, wie hart deine Mutter hier gearbeitet hat. Ich kenne die Abläufe hier vor der Theke, ich kenne die Öffnungszeiten, ich kenne die Speisekarte und ich kenne die Qualität, die angeboten wurde. Und mir war wichtig, dass das eben so fortgeführt wird. Mhm. Josip hat uns einfach ein ganz anderes Konzept am Anfang vorgeschlagen. Längere Öffnungszeiten, andere frische Rezepte, frische Zutaten. Und am Ende, ja, war auf einmal alles irgendwie anders als geplant. Du guckst skeptisch. Ich weiß ganz genau, dass Menschen echt viel quasseln können und im Grunde genommen von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Und das wollte ich wissen. Und darum, mir war es wichtig, dass ich ihm nicht auf den Leim gehe. Und vor allen Dingen auch Patrick nicht. Josip will mir einfach auch nicht glauben. 300 Euro am Tag ist nicht tragbar. Und, Marge oder nein, Umsatz? Umsatz. Wir wollen ja nicht Charity hier machen. Ja, aber 5 Stunden ist Charity. Von wann bis wann soll denn offen sein? In der Woche abends, Wochenende, ganztags. Ich bin nach der Schule, meine Bushaltestelle war da vorne, da habe ich angehalten, bin hier hingedackelt, weil meine Eltern immer geackert haben und habe dann hier meine Pommes gegessen, meine Hausaufgaben gemacht. Jeden Tag stand hier ein orangener Wagen von der Müllabfuhr mittags, die haben ihre Pause hier gemacht. Die städtischen Mitarbeiter, die Handwerker haben ihre Mittagspause hier gemacht. Ich glaube, dass das Mittagsgeschäft schon essentiell ist eigentlich hierfür. Ja, ja, das ist ja nur der Punkt, dass ich das erstmal abends probieren muss nur, weil ich ja berufstätig bleiben muss, um krankenversichert zu sein und alles, weil ich weiß ja nicht, was der Laden bringt. Er bekommt seine Miete regelmäßig, Punkt. Was ich denke, wann die besten Öffnungszeiten sind, wie ich was handhabe, das wiederum, wenn ich den Grill führe, ist meine Sache. Ja, aber wir gehen ja ein gewisses Risiko natürlich auch ein. Ne? Ja, ich meine, ich bin hier das aber auch voll Risiko eingegangen. Ich wusste nicht, was ist da für eine Substanz hinter, als ich das Ding gekauft habe. Kannst du mal sehen, ja. Also für Patrick, um ehrlich zu sein, sehe ich kein Risiko. Das muss hier gelebt werden. Ja? Man muss das leben. Aber wenn du nebenbei noch einen Job hast und sagst, ich mache das, die Selbstständigkeit eigentlich neben meinem Job, dann ist das einfach für das Geschäft und für nicht nur für das Geschäft, für jedes Geschäft der falsche Ansatz. Schwierig. Wieso, dein Restaurant läuft nicht mehr? Du bist ja hauptberuflich voll raus aus dem Restaurant eigentlich. Das ist doch jetzt überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist doch gar nicht. Das Thema ist Job und der andere Job. Prinzip, vom Grundprinzip her. Wenn einer mit so einer unsachlichen Aussage kommt, wusste ich.
jetzt ist es für mich gegessen. Also die beiden sollen klarkommen, aber dann bin ich hier fehl am Platz. Gut, ich schlage euch etwas vor. Ihr beide müsst euch einig sein, ob ihr mich braucht oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich sehe jetzt erstmal für mich hier keinen weiteren Handlungsbedarf. Ich bin gegangen, um Fakten zu schaffen. Mein Weggehen hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich das verlassen wollte oder dass ich das Projekt aufgeben wollte. Ich wollte nur zeigen, dass wir hier mit Ehrlichkeit und Geradlinigkeit nur weiterkommen und nicht mit fadenscheinigen Aussagen. Also ich weiß nicht, was... keine Ahnung. Uns wird hier so viel in die Waagschale gelegt. Da ich verstehe das Grundprinzip nicht. Der Frank will mir jetzt auch nicht erzählen, der hat seinen Verpächter gefragt, wann der aufmachen soll, oder? Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir erstmal persönliche Befindlichkeiten irgendwie rausnehmen, oder? Aus dem, ja, tue ich ja. Dass wir es mal auf das Nüchterne runterkochen, dass wir sagen, ich bin kein Gastronom. Du hast 10-mal mehr Erfahrung Richtig. Da als ich. Ne? Alles gut. Ich glaube nur, dass tatsächlich mit dieser eingeschränkten Öffnungszeit das mit Sicherheit Nein. eine Herausforderung werden würde hier. Ja, aber trotzdem kein Problem. Ja, für den Moment habe ich schon überlegt, war das die richtige Entscheidung? Ich habe ihn eben ganz anders kennengelernt. Also mir war ganz klar nicht bewusst, dass das in dieser begrenzten Zeit erstmal nur laufen soll. Da hatten wir letztens einmal kurz erwähnt. Ja, der Mittag ich kenne die Situation noch, wie die Straße hier voll steht. Du musst steht denken, da der Müllwagen, das da der ist Handwerker. Mehr so was für die Geringverdiener. Ich meine, wir brauchen Frank. Weil Frank kennt das Ding in- und auswendig. Frank weiß genau, welche Idee Marlies damals hier verfolgt hat. Wir haben uns von Anfang an verstanden. Ja. Und jetzt wird uns hier irgendwas in die Schale gelegt, worüber wir reden müssen. Eigentlich gab es gar keinen Redebedarf mehr bei uns. Der muss mir doch nicht sagen, das klappt nicht, wie ich das vorhabe. Weiß ja doch nicht. Ich konnte nicht glauben, dass ich mich so sehr getäuscht habe in Josip. Der Tag endet ungeklärt.